Hi, hier ist Christian von appdata.de und das ist das Huawei TalkBand B1. Das hat Huawei im Rahmen des MWC oder besser gesagt schon einen Tag vorher vorgestellt und in diesem Video zeige ich euch mal, was das Gerät kann bzw. welche Eigenschaften es mit sich bringt. Das ist ein Armband aus Gummi, so wie man es auch zum Beispiel von einem Fitbit kennt, hat allerdings den Vorteil, dass hier ein integrierter USB-Anschluss vorhanden ist. Das heißt, ich kann dieses Armband überall dort laden, wo ich wirklich USB habe, zum Beispiel an der Arbeit. Zu Hause hat man das generell eigentlich in den Laptops verbaut, beziehungsweise auch in seine Desktop-PCs. Das heißt, ich bin mit diesem Band wirklich flexibel, ich habe keine Ladestation mehr. All das, was ich benötige, ist in diesem Band integriert. Wenn wir schon von dem Akku sprechen, dann sprechen wir auch von der Nutzungsdauer bzw. von der Standby-Zeit. Und beim Standby gibt Huawei eine Zeit von 14 Tagen an. Das heißt, wenn ich das Armband irgendwo hinlege und weggehe, hält es 14 Tage durch, ohne dass der Akku leer geht. Bei durchgängiger Nutzungsdauer, also wenn Schritte gezählt werden oder die Schlafaktivität aufgezeichnet wird, gibt Huawei eine Zeit von um die 6 Tage an. Was kann das noch, außer Schlaftracken und natürlich auch die Schritte zählen? Es kann telefonieren bzw. mit diesem Armband können Telefonate geführt werden. Wir haben hier ein 1,4 Zoll großes Display und das Display bildet folgende Dinge ab. Zum einen die Uhrzeit und wie ihr sehen könnt, ist hier momentan keine Uhrzeit eingestellt. Der zweite Punkt sind meine Schritte, die ich gemacht habe. Das sind nämlich 65.866. Der dritte Punkt ist meine verbrannte Kalorienanzahl. Das sind 1536 Kilokalorien, die verbrannt wurden. Und der vierte Punkt ist meine Schlafdauer. Das heißt, ich habe 8 Stunden geschlafen und wenn ich wieder eins weiter klicke, dann komme ich wieder ganz normal auf die Uhrzeit, die wie gesagt hier 0 anzeigt. Ich habe eben davon gesprochen, dass das Gerät zum Telefonieren verwendet werden kann. Und dafür wurde hier unten ein kleiner Button implementiert, ein kleiner Hardware-Button. Und wenn ich diesen Button drücke, dann springt hier oben dieses Display raus und zeigt mir einen Bluetooth-Kopfhörer, so wie man ihn zum Beispiel von Jabra kennt. Man steckt sich das dann ins Ohr und hat hier mit dieser Taste die Möglichkeit, auch Telefonate anzunehmen bzw. auch Telefonate zu beenden. Wie das Ganze funktioniert, ob hier auch die Rufnummer angezeigt wird, ich gehe mal davon aus, dass es klappt, weil dieses Gerät ja via Bluetooth 4.0 mit eurem Device gekoppelt ist. Weiterhin hat es noch eine IP-Zertifizierung, das heißt, es ist auch noch bis zu einem gewissen Grad wasser- und staubdicht. Und es kommt in den nächsten Wochen zu einem Preis von um die 99 Euro in den Handel. Das wird die UVP sein, wo wir letztendlich liegen. Ob das vielleicht sogar nur 70 Euro kostet, das wäre natürlich genial, denn Huawei geht damit auf Angriff, zum Beispiel auf das Samsung Gear Fit, beziehungsweise auch alle anderen Hersteller wie Nike Fuel Band oder auch die neuen Sony Smartbands. Das war's mit einem ganz kurzen Überblick zum TalkBand B1. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut!